Hallo Freunde des FC Kreis. Hier heute mein heutiger Gast ist Eric Jakem. Eric, ich habe ein paar Fragen an dich heute. Schön. Was ist das Besondere am FC Krei? Das Besondere am FC Krei ist der Präsident Günther Oberholz. Also ich habe in meiner fußballerischen Laufbahn noch nie so einen verrückten Präsidenten gesehen wie er. Das stimmt allerdings, das muss ich bestätigen. An welchen Schwächen meinst du, müssen wir arbeiten? Ja, wenn man jetzt zur Zeit sieht, ist ja einfach zu sagen, kassieren einfach dumme Tore durch Standards und denke, das müssen wir in den nächsten Spielen abschalten. Okay, das war jetzt auch eine leichte Kritik an mir, muss ich sagen. Nehme ich jetzt mal. Es geht ja um die gesamte Mannschaft, nicht um einen. Ne? Das nehme ich jetzt mal einfach so an. Dein Lieblingszitat von einem Fußballer? Boah. Du, da habe ich mir nicht so Gedanken drüber gemacht. Fällt dir keiner spontan ein irgendwie? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, machen wir weiter. Wer macht die schlechtesten Witze bei uns in der Kabine? Oh, ganz klar, Kai Henke. Das stimmt allerdings. Und jetzt andere Seite, wer ist der lustigste Kollege? Ist ganz klar, ne? Das bist du. Ich wollte schon sagen, sag jetzt nichts Falsches. Wer ist dein Albtraum von einem Gegenspieler? Boah, Leon Binder. Okay. Und von wem bist du ein richtiger Fan und würdest ein Autogramm wollen? Andres Iniesta. Und bei uns aus der Liga? Ja, ganz ehrlich, von keinem. Gute Antwort. Jetzt natürlich die Highlight-Frage für dich und für unsere Zuschauer. Wo sollten die Fans in Essen mal essen gehen? Dein Restaurant- und Kneipentipp. Am besten ja in Kreier Hütte, nirgendwo anders. Kneipe? Ja, Kneipen wollen wir auch nicht sehen, wir haben hier alles. Okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir.